Hallo zusammen und schöne Grüße vom Dortmunder Weihnachtsmarkt 2024, wo ich jetzt hier stehe auf dem Hansaplatz und mit euch mal wieder, wie die letzten Jahre auch, eine Tour über den Weihnachtsmarkt mache. Er hat heute geöffnet, da kann man es jetzt nicht ganz sehen, da ist eigentlich der Weihnachtsbaum. Die Lichter sind noch nicht an, erst ab Toten Sonntag, sprich die sind jetzt hier noch aus. Aber damit ihr möglichst schnell das Video bekommt, gehen wir jetzt hin, auch wenn die Lichter noch nicht an sind. Vielleicht werde ich noch mal was nachfügen, vielleicht ein bisschen Weihnachtsmarktessen testen, mal schauen, wie es läuft. Genau, also wir machen eine Runde wieder über, ich mache so ein bisschen Touristenguide hier auch, ne? 39 Jahre Dortmunder, sprich erzähle so ein bisschen was, wo wir hier sind, einfach jetzt, ne? Am Weihnachtsmarkt natürlich. Und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß, wenn ihr hinkommen wollt, ganz kurz vorneweg, U-Bahn, Haltestelle Stadtgarten oder Rhein-Neulde-Kirche oder Kammstraße, für die Leute, die nicht von hier sind, die sind am nächsten zu bekommen. Man kann aber vom Hauptbahnhof locker zu Fuß in 5 Minuten, ach, noch nicht mal, auf den Weihnachtsmarkt gehen. Das ist ganz schnell rausgehen, Treppe hoch und dann ist man schon an den Ausläufern des Weihnachtsmarkts. Also ganz easy zu erreichen. Und jetzt gehen wir direkt mal los. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr übrigens auf essensrelevante Themen steht, die mit Essen zu tun haben, Foodtest und so weiter, Produkttest, abonniert gerne den Kanal. Es gibt über 3.500 Videos zu dem Thema. Und wenn ihr euch für Gaming interessiert, ich habe auch einen Gaming-YouTube-Kanal und einen Twitch-Kanal, schaut dort in der Beschreibung mal vorbei. Genug der Eigenwerbung, gehen wir los. Also, wie gesagt, wir stehen jetzt hier am Hansaplatz und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal drauf los. Das ist ja auch so einer der größten Teile oder die größte Ansammlung, was den Platz hier angeht. Normalerweise ist hier auch der Wochenmarkt. Und hier ist, ich glaube, Wendlers Almhütte. Hier wird am meisten gebechert. Hier muss man dann auch ordentlich mal anstehen. Was kostet denn dieses Jahr der Glühwein? Lass uns doch direkt mal schauen. 3,50 Euro. Ich glaube, letztes Jahr war es 3 Euro. Genau, und hier ist jetzt der Weihnachtsbaum, der dieses Jahr anders aussehen soll. Der soll mehr Lichter haben, irgendwie weniger Klimbim. Man sieht, es sind nämlich gar keine Kerzen dran. Na, egal. Weniger Klimbim dran. Und ja, aber sieht eigentlich so schon mal beeindruckend aus, der größte Weihnachtsbaum der Welt. Lass uns mal hier lang gehen. Genau, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen außen lang irgendwie. Man muss ehrlicherweise sagen, genau, los geht's. Die Stände sind eigentlich immer an den gleichen Stellen. Ja, also das ändert sich nicht groß. Zum Beispiel hier rechts gibt es Grillspezialitäten, ab und zu mal Schaschlik hier gegessen. Jetzt kommt hier links gleich wahrscheinlich ein Backcamembertladen. Also das ist immer sehr, sehr ähnlich. Wahrscheinlich sind diese Stände auch schon jahrelang ausgebucht, würde ich jetzt mal schätzen. Oder was heißt jahrelang, aber schon zumindest lange im Voraus. Das Grüne, da ist übrigens die Sprinkleranlage, denn der Weihnachtsbaum hat eine eigene Wassersprinkleranlage. Von da oben kommt man, wenn man von dem Stadtgarten hier runterläuft. Hier ganz berühmt übrigens auch die Forellen- und Aalräucherei. Ist ja auch jedes Mal. Und hier muss ich immer an meinen Kollegen June denken, der sich hier nämlich früher gerne mal einen Backcamembert gekauft hat. Das kriegt man nämlich hier. Genau. Sagte meine Freundin zu dem Weihnachtsmarkt. Was ist denn dein erster Eindruck vom Weihnachtsmarkt? Erzähl. Sieht aus wie immer. Ja, da sind wir uns einig. Guck mal, das ist erstaunlich. Man sieht wirklich gar nichts mehr, hat meine Freundin erzählt. Sie hat das irgendwo im Internet gesehen. Man sieht gar nichts mehr an irgendwelchen Klimbim am Weihnachtsbaum. Oben der Engel ist drauf. Letztes Jahr war das, wo der BVB Fußball drauf war. Da haben sie dann ja runtergemacht wegen Shitstorm. Und jetzt ist das wirklich... Da ist nichts mehr dran, außer das Dortmund 2024, keine BVB-Schale, gut, Meister waren sie ja eh nicht. Auch kein BVB-Logo, das gab es öfter, wirklich gar nichts, aber ich bin sehr gespannt, wie es mit den Lichtern dieses Mal aussieht. Auch hier immer sehr beliebt der Glühweinstand. Wenn ihr diesen Weg lang geht, dann rechts Fisch am Rathaus, gibt es die besten Backwaren in Dortmund, die machen das noch alles selber. Ich würde sagen, wir gehen das mal den Hansaplatz. Oder nein, wir gehen diesmal einfach ein bisschen anders. Kann sein, dass ich am Ende bis zusammenschneiden muss. Aber dann ist das so, meine Hand ist so kalt, ich muss wahrscheinlich eh manchmal Pause machen. Die friert mir jetzt schon ein. Ich hätte Handschuhe anziehen sollen. Ich könnte mir einen Glühwein holen. Dann muss ich... Die Glühwein. Ah ja, genau, da kommt gleich mein Tipp für den ultimativen Glühwein.
wo ich immer gerne auf dem Weihnachtsmarkt essen gehe. Das heißt natürlich nicht, dass die anderen Stände nicht gut sind. Ich kenne ja nicht alle. Wir gehen hier gleich lang. Aber das ist zumindest, wo ich immer gerne hingehe. Genau, jetzt kommen wir hier zum alten Markt. Ey, ist wirklich ganz schön was los, ne? Also, wow. Gutes Wetter dafür, das stimmt. Hier gibt es Currywurst, ganz weihnachtlich, vom Holzkohlegrill. Gebrannte Nüsse ohne Zusatz von Zucker. Okay, wie soll das gehen? Gebrannte Chili-Mandeln. Oh Gott, da gibt es gebrannte Macadamia. Und Dubai-Schokolade auf dem Weihnachtsmarkt, ich glaub's nicht. Gott, sorry, aber ganz ehrlich, ey, muss ja nicht sein. Wen interessiert? Ich habe Dubai-Schokolade natürlich schon getestet auf meinem Kanal. Aber auf dem Weihnachtsmarkt gehört es ja irgendwie gar nicht hin. Da gleich auch ein sehr bekannter Stand, da gehen wir gleich vorbei. Bei dem hier links bin ich mir nicht sicher, ob der hier letztes Jahr schon war. Hier ist doch eigentlich, ist hier nicht eigentlich sonst der Mutzenmandelstand gewesen oder ist er ein weiter? Okay, Janne möchte bei Kuscheltieren gucken. Ich meine, hallo? Wo ist die höfliche Ente? Ach, da oben. Ja, füll mal. Zack, heißer Esel. Sehr heißer Esel. Schön. Ach, das sind so Heizkissen, sind das? Oder? Ach, das wusste ich gar nicht. Ach so. Wie höflich. Das ist eigentlich geil. Da werde ich. Hast du die Ente gesehen? Ente habe ich gesehen, ja. Ah, cool, die sahen, da muss ich schon ein bisschen überlegen, ob ich da nachher nochmal vorbeischaue. Statt eine Wärmeflasche, wobei ich keine Wärmeflaschen benutze, aber hier habe ich einen Grund, mir etwas zu kaufen. Aber da ist keine Maus drauf und keine Ente und kein höflicher Elefant. Ach, gibt es? Ach, gibt es, okay, wusste ich nicht. Aber dann sind sie nicht vom Weihnachtsmarkt. Oh, meine Hand ist so kalt, Alter. Genau, hier kommen wir gleich zu einem der Highlights. Hier rechts beim Pfefferkorn, was eigentlich ein Restaurant ist, was hier immer ist. Übrigens die andere Pfefferkorn-Filiale am Hohen Wall ist es, glaube ich. Schließt jetzt nach unzähligen Jahren. Dann gibt es noch den am Phoenixsee und den hier, die gehören zusammen. Und hier gibt es fantastischen Grünkohl. Richtig geil, Grünkohl mit Mettwurst, sehr empfehlenswert. Wirklich sehr lecker. Also ich habe es dieses Jahr noch nicht gegessen, aber ich hoffe mal, dass sie es jedes Jahr gleich machen. Dann ist es fantastisch. Hier kommen wir jetzt gleich hinten das Riesenrad, auch typisch Weihnachten, kommen wir gleich dazu. Westenhellweg, Ostenhellweg. Und hier gehen wir jetzt einmal schauen, hier ist das kulinarische Fenster, auch das muss ich jedes Jahr erwähnen. Hier gibt es sehr guten Glühwein, außer sie haben es auch, also das ist alles natürlich unter der Prämisse, dass sie es dieses Jahr nicht geändert haben. Hier gibt es nämlich nicht diesen Standardglühwein, der überall gleich schmeckt. Dann wechselt mal die Glühweinstände, ihr werdet merken, dass fast überall der gleiche Glühwein rauskommt, wahrscheinlich aus irgendwelchen 1000 Liter Fässern. Und hier machen sie aber richtigen Glühwein. Hier gibt es schönen Glühwein. Lass uns vielleicht hier einmal durch die Mitte gehen. Letztes Jahr, Grüße an Jutta, habe ich meine Großtante, hat sie sich selber auf Video gesehen. Sie hat sich mein Video angesehen und hat sich selber erkannt. Sie ist mir beim Vorbeilaufen nicht aufgefallen und nachher habe ich sie dann gesehen. Das war hier vorne tatsächlich. Genau hier, ach man sieht es schon. Seht ihr die Schlange hier? Die Leute stehen alle an für den Backkartoffelladen. Hier, der Kartoffelkönig. Also hier ist eigentlich so immer mit die längste Schlange. Ey, wie lange ich sowas wohl schon nicht mehr gehabt habe.
So, kannst du. Hier fehlt die Bühne. War hier nicht immer eine Bühne auch zu Weihnachten? Die war doch sonst immer eine Bühne, oder nicht? Die ist zum Beispiel nicht mehr da. Das Karussell kennt man aber. Hier gibt es auch Glühwein. Suppeneintöpfe Grünkohl. Vielleicht dieses Jahr mal hier dem Grünkohl eine Chance geben. Sieht so ein bisschen Underdog aus. So nicht so Mainstream. Man muss auch mal den Kleinen eine Chance geben. Ja, stimmt, die Tassen. Ein Kirschglühwein. Anne, hol mir doch mal einen Kirschglühwein. Ich dachte, man sitzt vor dem kulinarischen Set. Ach ja, stimmt, aber da haben die ja nicht die coolen Tassen. Das ist das Bild. Nein, haben die nicht. Aber lass uns gucken. Ich glaube aber nicht. Da müsst ihr noch einen Moment warten, bis wir zu der Tasse kommen. Hier gibt es auch Dubai Schokolade küsst Churros. Jo, ist klar. Na, eigener Stand. Dubai Schokolade küsst Churros. Die haben sich gedacht, komm, wir gehen dieses Jahr all in und machen aus unserem Churros-Stand jetzt einen Dubai Schokolade Churros-Stand. Was ist das denn hier? Ach so, Münsterländer Spezialitäten. Luftgetrockneter Schinken. Ja, ich sehe es. Also so eine Scheibe Brot und eine handgroße Scheibe Schinken. Nee, weil das ist das Blöde beim kulinarischen Fenster. Hier kriegst du nicht die Weihnachtstasse. Die haben immer so blöde Pappbecher. Hier müssen wir gleich woanders hingehen. Hier fehlt auch ein Stand, hier ist sonst so ein Fass gewesen, da gab es auch immer ganz leckeren Glühwein. Der fehlt auch, der stand genau hier. Vielleicht kommt er noch, ja, vielleicht. Aber guck mal, wie voll das ist, das ist ja wirklich krass, ey. Auch schön, das Riesenrad, toll, supi. Rhein-Olde-Kirche? Genau, jetzt gehen wir, würde ich sagen, mal hier lang und dann gehen wir die Kleppingstraße hoch. Was ist das so ein Ding mit Churros? Es gibt an jeder Ecke Churros. Was soll das? Ich meine, das schmeckt lecker, aber... Fischbrötchenstand, den gibt es hier auch schon länger. Was sollte hier bei Burger King noch mal reinkommen? Hier war doch Burger King, habe ich doch neulich gelesen. Genau so ein, hier, dieser Holländer, dieser holländische Laden. Wie hieß er denn jetzt? Dicke Ille, irgendwie sowas. Nicht dicke, also nicht dick, sondern anders. Dicke, Mann, wie heißt das denn? Dieser holländische Laden. Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie sowas, so ein Doppelname. Hier, Ahrens berühmter Grillschinken. Die Anna hat heute Mittag aber fürstlich gekocht. Ich bin noch ein bisschen gesättigt. Aber vielleicht, den müssen wir uns noch mal in einem Special-Video vielleicht geben, dass man hier so drei, vier Sachen mal durchprobiert. Da muss ich eigentlich mal June involvieren. Man muss mitkommen. Da kann man mehr Sachen probieren. Also hier ganz berühmt Ahrens westfälischer Grillschinken. Hier die Rhein-Olde-Kirche. Hier hat man so viele, also hier vorne an dem Hauptweg und auch dahinter, also da, hat man so viele kleine Stände. Komm, Anne, du musst mir einen Glühwein holen, damit ich die Tasse zeigen kann. Gibt es ja auch Kirschglühwein? Also sie muss ihn, ich bezahle den natürlich, nur ich hab jetzt hier die Kamera in der Hand. Anne, kannst du mal gucken? Gibt es? Die ist jetzt hier nicht exklusiv. Nehmen wir normal, sonst nehmen wir... Was ist denn Jägertee? Rot, Weiß. Ach, nimm einfach einen Standardglühwein. Ich guck mal kurz die Stände hier. Rot, ja. Ja, rot. Ich bin gleich wieder hier. So. Einmal einen Daumen nach oben für Anne, die mir jetzt Glühwein besorgt, damit ich euch die Tasse zeigen kann, damit meine Hände wieder warm werden. Jetzt sind wir hier in dieser kleinen Nebenstraße.
Hier gibt es so Klamottenläden ganz oft. Ich glaube, der mit der Mütze ist hier auch immer. Aber gefühlt fehlen hier auch so 2-3 Stände. Ich glaube, hier war immer so ein bisschen mehr. So 2-3 sind es weniger. Man muss auch fairerweise sagen, also es tut mir leid, aber wer geht hier hin? Die meisten Leute sind da, hier sind wirklich kleine Stände. Kosten wahrscheinlich auch deutlich weniger Miete, deswegen musst du vielleicht auch weniger einnehmen. Aber Personalkosten ist meistens der höchste Faktor. Das muss ja trotzdem bezahlen. Schön, wie sie hier die Bäume auch dekoriert haben. So, mal gucken, ob es schon was zu trinken für mich gibt. So, da war jetzt ein Cut. Ihr brauchtet dafür nicht so lange warten. Hier haben wir die Glühweintasse 2024. Ist es ein Pinguin? Ich dachte, hier ist die Rainoldi-Kirche drauf. Ein Bär. Lass mich mal hier hingehen. Ein Bär. Aber steht ja irgendwo Dortmund drauf. Ach, da steht es. Dortmunder Weihnachtsstadt 2024. So, mal probieren. Er riecht genau wie jedes Jahr. Aber irgendwie... Ich finde ihn gerade ganz angenehm. Möchtest du auch einen Schluck? Was war der Pfand? Wie viel hast du bezahlt? Insgesamt 7. Haben wir schon 3... Hilfe. Haben wir schon 3,50 Pfand dieses Jahr. Was? Da ist voll viel drin. Echt? Alright. Also ich finde, da ist viel, also da ist schon ordentlich Alkohol drin, finde ich. Wir sind hier in der Kleppingstraße, meine alte Heimat, wie die alten Hasen dieses Kanals wissen. Hier habe ich nämlich 10 Jahre gewohnt, oder 11, da vorne. Das haben die alten Hasen erst erfahren, als ich ausgezogen bin. Natürlich, ich spoiler doch nicht, wo ich wohne. Okay, dieser Fellladen ist hier auf jeden Fall neu. Der war letztes Jahr nicht hier. Und auch hier fehlt etwas. Vielleicht kommen die noch, aber hier waren auch Stände. Die sind weg. Hier waren 2-3 mehr, glaube ich. Ich bin noch nicht... War das Dortmunder Kerzenhaus immer hier? Ja, vielleicht kommen manche erst nach Totensonntag. Das kann natürlich sein, dass die nicht direkt den ersten Tag mitnehmen. Aber andererseits kannst du auch sagen, am ersten Tag kommen bestimmt auch viele Leute, weil eben Eröffnung. Der Langosch-Stand hier ist auch immer da. Ich kann mir vorstellen, dass da auch viele Leute kommen, weil es eben der erste Tag ist. Ist das hier ein Hundebett? Norweger-Socken aus Alpaka-Wolle. Ja, hier wird es dann schon so ein bisschen ruhiger. Aber gut schmeckt er nicht, oder? Nee. Anne, ganz... Ich hoffe... Also der schmeckt wirklich nicht. Der schmeckt nicht. Also es ist jetzt gerade ganz nett, weil es so ein bisschen Wärme gibt und so ein bisschen... hat man was zu trinken. Aber wirklich schmecken tut er nicht. Mir fiel dann gerade ein, dass wir letztes Jahr genau in dem gleichen Stand die Glühwein für mich und für die Kamera geholt haben. Genau, hier hört es dann jetzt auch auf. Hier kann man auch nochmal Glühwein kaufen. Vielleicht auch genau der gleiche. Die hatten auch oft solche Kugeln, die geleuchtet haben, aber die sind jetzt irgendwie gar nicht mehr dran. Das sah eigentlich auch immer ganz schön aus. Genau hier, da eine Eingangstür gewesen. Aber voll geil, bist du quasi immer direkt auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, wenn du rausgegangen bist. Was? Weiß ich nicht. Ein neuer Laden nehmen. Habe ich irgendwas zu gesehen? Kaffeespezialitäten, Waffeln, herzlich willkommen. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls ist keiner drin. Das ist natürlich schade. Geht in den Laden, damit die Gäste haben. Ich weiß nicht, was es da gibt oder ob es gut ist, aber dann sind Gäste da. Ich gehe mal so ein bisschen näher an den Ständen.
man so ein bisschen mehr sieht. Übrigens dieses Jahr die vielleicht smootheste Videoaufnahme, weil ich ja hier jetzt meine neue Kamera habe. Also ein Osmo Pocket 3 für die, die öfter mal fragen. Und das funktioniert noch besser als mit dem Gimbal und dem Smartphone. Auch wenn jetzt die Bildqualität selbst vielleicht jetzt nicht viel besser ist, weil ich eigentlich immer so gute Smartphones habe, aber die Stabilisierung dürfte einfach noch besser sein. Auch hier gebrauchte Videospiele. Auch immer da. Hier, der war glaube ich letztes Jahr auch da. Ja, Schaumküsse. Irgendwie ist das hier so am ehesten mein Glühweinstand. Wahrscheinlich, weil ich hier halt gewohnt habe. Genau, Blumenkohl-Mixteller. Was ist denn ein Blumenkohl-Mixteller? Ah, und hier gibt es immer die Dampfnudeln. Siehst du, guck, der hat auch keine Handschuhe. Vielleicht hätte ich mehr Handschuhe kaufen sollen. Ja, hier ist jetzt gerade mal so ein bisschen... Oh, kannst du die mal kurz halten? Ich muss mal die Hände wechseln. Die linke Hand fällt gleich einfach ab. Hier, wo ist denn der Glühweinbonbonstand? Der war doch sonst auch immer hier. Der ist letztes Mal auch schon weg gewesen, oder? Es gibt mehrere. Hier war 100 Pro immer einer. Ich weiß nicht, ob er letztes Jahr schon, auch schon vielleicht nicht mehr da war. Aber hier war einer. Genau, hier Räucherlachs. Lachs-Wikinger. Hier, richtig schön am Brennen. Es riecht aber gut hier. Richtig schön nach so angeschmortem Holz und Lachs. Okay, der Stand ist auch neu. Den gab es letztes Jahr nicht. Gibt es irgendwie so Keramiken und sowas, ne? Oder was ist das hier? Boah, mir ist so kalt. Ein Fotostudio auf dem Weihnachtsmarkt? Klar, warum nicht? Und hier haben wir jetzt so ein bisschen Verbindung von Ruhrgebiet und Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll. Eigentlich sieht es irgendwie eher traurig aus. Aber ja. Ah, sie haben den Bauzaun jetzt weggemacht, der letztes Mal noch da war. Da war nicht letztes Mal so ein hässlicher Bauzaun noch drum, wahrscheinlich damit nicht irgendwelche Assis die Dinger demolieren. Auch hier sehr berühmt der Kartoffel. Aber das heißt sehr berühmt. Nicht so voll wie der andere, aber hier stehen auch mal gut Leute an. Mein ehemaliger liebster Dönerladen ist jetzt gewichen durch Haus des Döners, was ich nicht so gut finde. Also ich war noch nicht beim Haus des Döners, ich finde es nicht gut, dass der andere weg ist. Was haben wir denn hier? Bitte benutzt auf dem zweiten Zug im hinteren Teil der Bahn. Hierfür geht gebackene Brote oder sowas. Aha. Durch, da könnt ihr auch einsteigen. Gefüllt mit Schinken und Käse. Handbrot. Ofenfrisches Handbrot. Ganz früher, als ich Kind war, und ich finde es gut, dass es das nicht mehr gibt, nicht, dass wir uns jetzt hier missverstehen, hier, wo das Riesenrad jetzt steht, waren Ponyreiten. Ganz schlimm, voll die Tierquälerei. Gut, dass es das nicht mehr gibt. Aber nur so als Info, das war immer früher hier. Piano di genere.
Genau, lass uns so die tollen Lichtinstallationen hier vielleicht noch angucken. Dann gehen wir hier. Lass mich kurz überlegen. Wir können ja hier einmal so einen U-Turn machen und dann gehen wir hier bei der Lichtinstallation. Guck mal, der Hund, der möchte was von dem Crepe haben. Hier war früher ein Glühweinstand, genau hier, bin ich mir ziemlich sicher. Der ist jetzt nicht da, vielleicht hat er sich auch nur rumgedreht, aber der war, glaube ich, hier. Genau, hier ist nämlich jetzt irgendwie was anderes auch. Jetzt gibt es hier irgendwie, was ist das jetzt hier? Hier gibt es auch Bratwurst oder sowas. Ach, hier, guck mal, der Horrorwald. Der ist auch jedes Jahr gleich, der sah auch 100 pro schon vor 39 Jahren so aus. Also ich erinnere mich nicht an die vor 39 Jahren, aber man sieht, glaube ich, wie alt das alles ist. Das ist hier jedes Jahr das Gleiche. Das ist super creepy. Sie waren aber freundlich und fragten, wie heißt du? Hier. Ich heiße Schneewittchen. Wie heißt die nochmal? Sternschnuppe? Nee, wie heißt die nochmal? Sternkind? Mann, wie heißt die denn? Die hat auf jeden Fall was geraucht. Ich meine, die sieht richtig stoned aus, finden Sie nicht? So ein bisschen. Wie heißt die denn jetzt? Die ihr Rock hochhebt und die Sterne sammelt und das Geld. Das ist die doch, oder? Also nicht ihr Rock hochhebt, sondern ihr Aschenputtel. Sterntaler. Hier gibt es den Wurststand. Boah, ich will den Glühwein nicht mehr. Der schmeckt echt scheiße. Ich möchte den nicht mehr trinken. Genau, wir sind vorhin von da oben hier lang gegangen. Dann war hier der Ahrens Grillstand. Jetzt haben wir uns nur diesen kleinen Bereich angeguckt. Jetzt gehen wir aber hier unten lang, damit wir diese Lichtinstallation uns einmal anschauen. Komm, wir gehen, können wir hier außen gucken. Damit wir auch hier die Underdogs mal mitnehmen. Oh, hier riecht's, ich muss noch Mandeln kaufen. Scheiße, das haben wir gar nicht drauf geachtet. Denn ihr wisst ja, ich habe ja den gebrannten Mandelaufstrich für euch getestet. Mein Ziel ist es, jetzt echte gebrannte Mandeln zu kaufen und aus echten gebrannten Mandeln einen Aufstrich zu machen. Dafür brauchen wir aber gebrannte Mandeln mit wenig Zucker. Ah, okay. Da muss ich gleich nochmal gucken. Weil da muss ich nämlich dann ein bisschen kaufen, damit wir daraus einen Aufstrich machen können. Dortmund. Ach genau. Und das da hinten, diese Spitze da hinten, da ist die Rhein-Neuli-Kircher Haltestelle. Wenn man da aussteigen möchte. Boah, ist das kalt. Wie bitte? Ja. Und hier haben wir so ein Schiff, auch sehr weihnachtlich. Aber irgendwie ist schön hier mit diesen Bäumen. Finde ich so ein bisschen deplatziert, aber irgendwie sieht es nett aus. Diesen Kerzenturm, Kerzenwindrad oder wie es heißt, gibt es hier übrigens auch jedes Jahr. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob diese LED-Lichter oben, die sind jetzt gerade aus, ob die auch schon jedes Jahr da waren. Nochmal so eine Kutsche hier. Genau, man kann in die Richtung noch weitergehen. Da gibt es ein paar kleine Stände. Da könnten wir... Lass mich kurz überlegen, weil Richtung Hauptbahnhof, ich weiß gar nicht, sind die Richtung Hauptbahnhof? Lass uns mal kurz gucken, ob das noch weitergeht. Weil vom Hauptbahnhof sind manchmal auch noch ein paar Stände. Da könnten wir sonst gleich, oder können wir gleich gucken.
Ja, eben, das meine ich. Da könnten wir gleich noch gucken. Und dann fehlt uns hier ja am Hansaplatz noch ein bisschen was. Was? Crepe Bowl? Oh Gott, was ein Quatsch. Ganz ehrlich. Hier ist auch nichts los. Kennt ihr dieses Video, wo so eine Frau, kennt ihr diese Dosen, wo man so oben so Formen hat und da muss man so Steine passend zu den Formen da reinstecken. So Kreise, Eckige. Und da gibt es ein Video, wo so eine Frau sich ein Video anschaut, wie jemand mit Absicht die falschen Formen in diese Löcher macht. Das ist so ein ganz bekanntes Internetvideo. Da kam gerade eine Frau, ging die sah genauso aus oder ziemlich ähnlich wie diese Frau, die sich dieses Video anguckt. Witzig. Ich mach mal kurz Cut. Kommen zurück, wenn wir da vorne an den Ständen sind. Kleiner Exkurs in Rossmann, damit wir uns kurz aufwärmen können und was kaufen. Die Anne ist gerade sehr begeistert. Diese Reihe hier. Genau, dass es diese Dinger hier gibt. Sie mag die sehr gerne. Dieses Oriental hast du auch neulich gekauft. Persian Dreams. Ist das Persian Dreams? Da steht aber Tesori, Dori. Ah, Persian Dream, das stimmt. Wegen mir. Ich bin auch ein Persian Dream. So, jetzt brauche ich noch Spülung, Shampoo. So, jetzt haben wir also hier am Ende noch mal ein paar kleine Stände. Da vorne ist Wurst Willi, aber hier ist auch weniger. Hier war sonst auch ein Stand, also es sind weniger. Vielleicht kommen sie noch, aber jetzt sind weniger da, als hier sonst sind. Hier war noch so ein Stand, wo du, glaube ich, auch... ich glaube, hier gab es auch noch einen Glühweinstand, obwohl der ist jetzt vielleicht da, aber Apfelsinen oder irgendwie sowas hast du hier auch noch bekommen irgendwo. So ein Fruchtstand oder sowas. Mandeln und Schokofrüchte. Gibt es hier welche mit weniger Zucker? Ja, alles normal viel Zucker. Aber andere, Raffaele-Mandeln, Jogurette-Mandeln. Also schaut mal vorbei, auch hier am Stand bei Saturn. Da hatten sie ein paar schöne ausgefallene Kreationen. Geht da doch einfach mal gucken. Jetzt können wir noch mal kurz am Hauptbahnhof. Ach ja, genau, können wir hier kurz, können wir hier lang. Nutella. Nutella. Es ist auch No Nut November. Für alle, die wissen, was das bedeutet. Aha, guck mal da vorne. Da haben sie doch noch was Schönes. Was? Nee, wieso? Genau, da unten ist gleich der Hauptbahnhof. Kann man gleich einmal in die Richtung zeigen. Hier sind jetzt quasi am Ende, wir sind diesen Weg mit der Lichtinstallation. Der ist jetzt hier rechts und hier haben wir noch ein Karussell. Leider ist hier gar nichts los. Tut mir immer voll leid, wenn ich sowas sehe. Ja, das ist die Kammstraße hier. Da vorne ist die Haltestelle. Und hier gibt es jetzt noch ein paar Stände. Die kleine Kneipe. Und hier den Weg runter, da ist der Hauptbahnhof. Eigentlich erstaunlich, hier ist weniger los als woanders. Wahrscheinlich, weil die meisten Leute eben hier aus Dortmund dann kommen oder aus der Umgebung und nicht mit dem Hauptbahnhof anreisen. Hier gibt es Corn Dogs. Kurios. Und da vorne noch ein Klamottenladen. Maronen, auch immer nice. Jo. Und hier nochmal das Mandelhäuschen. Churros. Ah ja, alles klar. Weißt du Bescheid? Ich stehe einfach Schuhe. So, ich mache jetzt noch mal kurz einen Cut. Wir gehen jetzt zurück zum
Hansaplatz. Wir sind jetzt ungefähr da, wo wir gestartet sind. Wir sind von da oben gekommen und dann da rein zum Weihnachtsmarkt. Ihr seht es gleich. Und wir gehen jetzt hier unten diese kleine Gasse hier noch einmal lang und einmal außen rum. Und dann haben wir eigentlich alles gesehen, bis auf vielleicht ein paar Buden, die ich irgendwie übersehen habe. Hier ist der Weihnachtsbaum wieder. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie er aussehen wird. Genau, der Kartoffelsnack. Hier können wir noch einmal lang gehen. Hier waren wir auch noch nicht. Ach genau, Baumstriezel, das geilste auf dem Weihnachtsmarkt. Den muss ich mir auf jeden Fall dieses Jahr noch holen. Es gibt auch Dubai-Schokolade hier. Dubai-Schokolade, Baumstriezel. Ah, nee, dann möchte ich das nicht. Ich ess nur noch Sachen mit Dubai-Schokolade. Der Wokmann ist natürlich auch hier, auch sehr weihnachtlich. Ach, genau. Stimmt. Nee, Schneeballträume. Achso, die gibt es auch Schaumküsse und Schneeballträume. Also 100 Gramm Mandeln, 4 Euro, nur so als Info. Churros, mal wieder. Lass uns da noch einmal außen... Nee, warte mal. Nee, Quatsch. Außen sind wir ja vorhin gewesen. Wir können hier noch einmal angehen. Pizzabrötchen. Schöne Lampen haben sie da. Ja, ich glaube, dann haben wir alles geschafft. Dann darf ich mich verabschieden von euch. Vielen Dank fürs Einschalten, dass ihr euch diese kleine Weihnachts-, wobei so klein ist die Tour, glaube ich, eigentlich gewesen, dass ihr euch diese nicht ganz so kleine Weihnachtsmarkt-Tour angeschaut habt. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr den Dortmund Weihnachtsmarkt findet, falls ihr schon mal hier wart oder habt ihr vor, hinzugehen und wo geht ihr vielleicht gerne hier was essen, was trinken, wo gefällt es euch besonders gut. Und ansonsten einfach nochmal einen schönen Tag euch, habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.